Timo, herzlichen Glückwunsch. Danke. Timo, wir haben dich im Marathon ganz, ganz hart kämpfen sehen, auch während unserer Live-Reportage. Wie ist jetzt der Eindruck dieses Rennens hier mit Rang 2? Ja, wir haben auf dem Rad ein bisschen Zeit verloren, auf dem Konstantin. Da wollte niemand für Tempo sorgen. Insofern bin ich fast 180 Kilometer allein vorne gefahren vor der Gruppe. Und mir war schon klar, dass der James eine ganz harte Nuss ist. Und wir sind den Halbmarathon sehr offensiv gelaufen, 1:17. Und dann habe ich einen fürchterlichen Einbruch gehabt zwischen 22 und 26 und habe fast 3 Minuten verloren. Dann habe ich mich wieder gefangen, aber er hat voll durchgezogen hinten, da war nichts mehr zu machen. Du bist eben relativ schnell angelaufen am Anfang vom Marathon, da bist du auch ein bisschen weggekommen, aber da war keine Chance, sage ich mal, gleich am Anfang ein Loch reinzulegen. Nee, ich habe alles probiert, wir sind schnell los, 3:04 der erste Kilometer, 17:25 die ersten 5, aber er war halt besser. Ich habe es ein bisschen vermasselt auf dem Rad und im Mittelteil vom Marathon und so Fehler und so Schwächen werden halt bestraft. Und mein Gott, so ist der Sport. Mal wird man Erster, mal wird man Zweiter und mal kommt man gar nicht ins Ziel. Und wie ordnest du den zweiten Platz jetzt hier im Ranking deiner Erfolge ein? Ja, ist halt ein zweiter Platz. Aber es war ein traumhafter Tag. Es war unheimlich schwer. Ich hab wirklich sehr, sehr kämpfen müssen. Fast wie noch nie in meinem Leben beim Laufen, weil ich dann ziemlich eingebrochen bin und wirklich große Schwierigkeiten hatte. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben und immer weiterzumachen. Und was sagst du noch ein Wort zum roten Publikum? Ja, ist Wahnsinn. Nicht nur hier, es sind so viele Punkte auf der Strecke, auf der Laufstrecke. Ich war jetzt 6 Jahre nicht mehr da. Und das Rennen hat sich entwickelt, der ganze Sport hat sich entwickelt. Die Lautstärke der Zuschauer, das Anfeuern an sich, also es ist wirklich genial. Vielen Dank, Timo, für das schnelle Interview und viel Erfolg für die zweite Saisonhälfte. Danke.